Und nun komme ich zum Schluss. Herr Kauder, Sie sind doch Christ, deshalb versuche ich es jetzt mal mit der Bibel. Ja, Sie müssen mal mit den Millionären reden. Ja, passen Sie auf. Also Apostel Paulus hat ja seinem Weggefährten Timotheus einen guten Rat gegeben. Ich zitiere Ihnen das mal wörtlich. Da heißt es, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass sie sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden oder ihre Hoffnung auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Sage ihnen, dass sie Gutes tun sollen und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre und ewige Leben zu gewinnen. Das ist im ersten Brief Timotheus. Und jetzt zitiere ich Ihnen noch Matthäus 19:24 und auch Lukas 18:25. Und da heißt es, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Ja, Moment, jetzt müssen Sie den Reichen sagen, Sie müssen ihnen doch eine Chance eröffnen, in das Reich Gottes zu kommen. Und das geht nur über eine Vermögensabgabe und eine Vermögenssteuer, glauben Sie mir. Das Wort zu einer Kurzintervention erhält der Abgeordnete Volker Kauder. Herr Kollege Gysi, ich glaube, es ist zwingend notwendig, ich würde mich auch bereit erklären, das zu machen, eine Bibelauslegung, wie sie wirklich richtig ist, zu machen und nicht, wie Sie sie hier vorgestellt haben. Und da kann ich nur sagen, aus dem, was Sie zitiert haben zu Timotheus, da steht eben nicht drin, dass die Leute eine Steuer bezahlen sollen, sie sollen etwas Gutes tun. Und genau das ist der Unterschied zwischen dem, was Sie hier formulieren, dass Sie die Leute staatlich zur Kasse bitten wollen, dass Sie Ungerechtigkeiten damit provozieren. Ich rate aber dringend eins, die Heilige Schrift nicht von Ihnen so einzusetzen, wie es unanständig ist hier im Deutschen Bundestag. Aus der Heiligen Schrift heraus ergibt sich kein politisches Programm. Und deswegen rate ich dringend dazu, da etwas mehr Zurückhaltung zu üben. Im Übrigen, wenn ich schon das Wort habe, dann will ich noch einen Hinweis geben. Ja, es ist völlig richtig, dass wir alle uns Gedanken machen müssen, wie wir den Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, auch mehr von ihrem Lohn lassen können. Und deswegen wundere ich mich sehr, dass die linke Seite dieses Hauses die Absenkung durch die kalte Progression im Bundesrat nach wie vor verhindert. Das ist genau das glatte Gegenteil von dem, was Sie hier sagen. Sie können in der nächsten Sitzung des Vermittlungsausschusses dafür sorgen, dass die Menschen mehr von ihrem Lohn haben, als sie ihnen jetzt lassen. Das Wort erhält der Kollege Dr. Gysi. Ich will mit dem letzten anfangen. Seit Jahren fordern wir, dass der Steuerbauch, den die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die Meister, übrigens auch Ärzte und andere zu bezahlen haben, beseitigt wird. Das geht aber nur, wenn wir den Spitzensteuersatz erhöhen. Und genau dagegen wehren Sie sich. Sonst wird es ein reiner Verlust, den Steuerbauch zu überwinden. Da stimmen wir sogar überein. Das wird höchste Zeit, denn ich finde auch, dass die zu viel Einkommensteuer bezahlen müssen. Aber die müssen ja nur deshalb so viel bezahlen, weil wir oben so viel nachgelassen haben. Und genau das ist nicht erträglich. Und das Zweite, Herr Kauder. Das ist ein Geschenk für die FDP gewesen, nichts anderes. Und das Zweite, Herr Kauder, nur noch eine Bemerkung. Also die Bibel ist ja für jeden erlaubt, auch für mich. Und ich finde, ich interpretiere sie besser als Sie. Es tut mir leid. Das Wort zu einer weiteren Kurzintervention.